Hallo! Hallo! Wir sind, wo sind wir hier eigentlich? Ja. Mitten in der Walachei bei diesem, ich weiß nicht, hört ihr das? Den Strom summen? Dieses Stromkraftwerk oder was das ist. Also wir fahren immer mitten in die Walachei und das bedeutet eigentlich nichts anderes, außer dass wir G und Annie fotografieren wollen. Ja, und da hatten wir nämlich vor kurzem schon ein Video hochgeladen, aber... Ja, das ist dann doch wieder von uns entfernt worden, weil es irgendwie so ein bisschen wenig Material war. Ja, es war einfach zu wenig Unterhaltung für euch und es war zu wenig Material. Wir waren auch an dem Tag ja so ein bisschen schlecht gelaunt, ein bisschen müde und so. Und deswegen ist da nicht viel bei rumgekommen. Und deswegen haben wir gedacht, weil ich sowieso nochmal neue Fotos von Annie haben wollte und auch von G noch mit dabei und die beiden ja jetzt Instrumente haben, also Musikinstrumente, dachte ich mir, machen wir es nochmal neu. Ja. Ihr seht, es ist immer so ein gewisses Problem, die beiden stehen zu lassen auf ihren eigenen Beinen. Vor allem jetzt auch, da es etwas windig ist. Ich folge Jenny immer auf Schritt und Tritt mit der Kamera bewaffnet. Sie gibt heute den Ton an. Macht sie natürlich sonst nicht, ne? Nein, nie. Aber das ist extrem schwierig jetzt, weil jetzt habe ich ja die zwei. Und jetzt muss ich irgendwie zusehen, dass ich beide, ja, zum Stehen bringe. Das wird schwierig, vor allem im Feld. Naja, mal gucken. Das schafft sie. So, Annie wird gerade gestylt. Mit der Zahnbürste. Ja. Und bekommt dann die nette Gitarre nachher umgehangen. Sie hat immer so Haare im Gesicht bei der Perücke, das ist nervig. Ach, für diejenigen unter euch, die sich vielleicht schon mal gefragt haben, womit wir denn da immer fotografieren. Also ich habe hier so eine Systemkamera von Samsung, die NX200. Ich finde, die macht eigentlich ganz nette Bilder. Mit der Kamera drehe ich übrigens auch die Sexy Ente Filmchen. Sie steht schon bereit, aber beziehungsweise sie ist schon bereit gemacht, aber leider kommen hier extrem viele Fahrradfahrer lang und Autos, es ist Sonntag und wir sind hier mitten in der Walachei, aber hier ist echt total Verkehr. Blöd ist nur, der Ton ist total kacke, daher muss ich immer ein anderes Mikrofon nehmen. Also man kann hier kein Mikrofon anschließen, ich muss das dann immer extra extern aufnehmen. Das ist ein bisschen lästig, aber sonst macht ihr eigentlich wirklich schöne Fotos und auch schöne Videoaufnahmen. Ja, hier ist richtig Betrieb, also wirklich. Wir haben gedacht, wir wären hier komplett im Nirvana, aber ihr seht es gerade wieder. Und wie sie wieder guckten. Habt ihr das gesehen im Hintergrund? Das hat man in der Kamera, das ist ja, ich gucke ja immer in die Kamera, ne? Und aber das hat man wieder gerade voll gesehen, aber naja. Die gucken immer noch. Da habe ich noch eine Puppe in der Hand. Jetzt fährt gleich gegen den Baum. Ja. Jenny will versuchen, Annie hier auf den Weg zu stellen. Ich hoffe, es gibt nicht so ein Fiasko wie bei G letztes Mal, die nämlich ja, auf ihr Näschen gefallen ist, aber glücklicherweise eine Maske anhat. Ne, wahr? Richtig, ja. Jetzt versuche ich sie. Gerade hat sie so schön die Gitarre gehalten und dann kamen die Fahrradfahrer und haben es wieder ruiniert. Naja, aber jetzt geht's, wie ihr seht. Action! Annie steht ja noch etwas sicherer. Dann leg los. Annie sitzt jetzt gerade auf dieser süßen Mauer. Sie sitzt eigentlich relativ fest. Ich habe jetzt, glaube ich, nicht so Sorge, dass sie da jetzt runterfällt. Höchstens, dass sie einen dreckigen Hintern bekommt. Und hier kommt jetzt gerade ein Hund. Ich hoffe, der macht sich nicht an G zu schaffen. Und Andreas ist natürlich wieder voll dabei. Was nicht heißt, dass ich nicht auch mal Fotos mache, aber er macht es doch eher besser. Die wartet gerade hier in der Tasche. Und wir wollen mal den Andreas ein bisschen in Action filmen. In Action. Guckt euch das an. Wie süß. Was tut man nicht alles hier? Oh, guck mal, er ist farblich sogar passend zu Annie. Dieses Bild hat doch was, findet ihr nicht? Wie er sich wieder reinkniet. Er hat gerade seine Hose schon wieder dreckig gemacht. Was? So wieder? Er kennt da ja nichts. Er schmeißt sich auf den Boden, wälzt sich, wenn es nötig ist. Guckt euch das an.
Oh, wer da hinter dem Gras steht. Und Annie auflauert. Hey, ein kurzes Statement in die Kamera, bitte. Das Gras ist dicht. Und jetzt darf die liebe Jenny mal kurz den Fotoapparat halten, um auf den Auslöser zu drücken. Nicht so einfach bei dem Wind. Sind Sie zufrieden mit Ihren Bildern? Weiß ich nicht. Ich kann das immer erst am PC sehen. Es ist halt immer nur schwierig, die beiden zusammen zu filmen. Besonders wenn es so windig ist, habe ich immer Angst, dass sie umfallen. Aber naja, muss man mal sehen. Ach, ich bin wieder durchwindet heute. Seht ihr das? Ich habe heute mal wieder meinen Pony gemacht. Und kaum mache ich meinen Pony wieder, ist der Wind da. Das ist immer so gemein. Naja, ich filme mal, was der Andreas so macht. Also das ist übrigens neueste Mode. Man hat gerne mal Zahnbürsten im Mund. Also Andreas ist der Meinung, das ist unglaublich sexy. Ist das etwa nicht? Also er hat jetzt gerade so ein bisschen was vom Hündchen mit Stöckchen. Also hier fahren wirklich unglaublich viele Autos lang und auch irgendwie Fahrradfahrer und so. Und das ist extrem lustig, wie die Leute gucken. Also jetzt fährt hier gerade schon wieder ein Auto lang und das Auto wird mich jetzt wieder angucken. Achtung, im Hintergrund, vielleicht erkennt ihr das. Achtung, Achtung! Also wenn ihr erkannt habt, ob derjenige geguckt hat, ich finde es immer extrem lustig, wie die gucken, die Leute. Also hier ist das natürlich wahrscheinlich nochmal ein bisschen was anderes, aber gerade kam ein Auto lang aus Köln und die haben geguckt. Also ich dachte wirklich, denen fallen gleich die Augen raus und die brechen sich das Genick beim Gucken. Also es ist unglaublich, wirklich. Aber ihr seht das, ich mache schon wieder so, weil mein Pony schon wieder wegfliegt. Also es ist unglaublich, Leute. Schafft euch am besten kein Pony an, wisst ihr eigentlich? Ponys sind ja wirklich gut geeignet fürs Haus, ja? Also wenn man wirklich den Pony gemacht hat und der Pony so bleibt, wie er ist. Allerdings, wenn man draußen ist, kann ich euch nur raten, macht den Pony weg. Das ist immer das Problem. Das ist immer das Problem, warum Leute sich den Pony meistens wieder wegmachen, weil der so anstrengend ist für draußen. So, der Andreas wollte was sagen. Was? Was macht er da? Ich habe einen Ball gefunden. Ich wollte gerade ranzoomen. Ach so. Ich hol Ball. Hol Ball! Los, Bello! Ist weg. Ball ist weg. Ja, was wollten Sie erzählen? Wenn ich das wüsste. Ah, ich dachte, Ponys sind für kleine Kinder, habe ich immer gehört. Also, vergesst nicht zu lachen. Ich kriege gerade die Sonne. Siehst du, kaum bin ich im Bild, erscheint die Sonne. Oh. Ja. Das muss ein Zeichen sein. Ja, Sonne kommt. Ich kriege auch immer einen Heiligenschein im Wald. Aber es ist sehr wolkenbehangen. Hey, schenk Annie Beachtung. Hast du schon genug Fotos von ihr gemacht? Yes. Ich möchte auch noch eins machen. Also bitte übernehmen Sie die Kameraführung.